finde das Projekt wieder lässig, dass man versucht, den Überfluss von den anderen zu teilen mit den Menschen von Davos. Also es ist im 2019 entstanden, wo Siri Lachermann und ich uns getroffen haben, mehrmals, um zu überlegen, was wir am WEF machen können, im Zusammenhang mit Food Waste oder gegen Food Waste. Wir können ja doch 1500 Essen ungefähr weitergeben pro Mal. Aber auch Bewusstseinsmachung. Und dass wir aus dem Geld, das wir bekommen, durch die Spenden positive Projekte wieder im Kinder- und Jugendbereich in Davos machen können. Jetzt gehen wir ins Hotel Lebensmittel abholen, wo die sonst würden in fortwerfen. Super, danke vielmals. Bitte schön. Schönen Abend. Wir sind vor dem Hotel. Das Menü von heute ist Wildreis. Nachher hat es Bratwürst und hat Hackbraten. Nachher hat es noch ein bisschen Gemüse. Dann hat es einen ganzen Haufen so Teigtaschen, Bullet-Teigtaschen. Das ist das Menü von heute Morgen. Weißt du, ich kann so Zeugs machen, die man nicht macht, oder? Und das finde ich eben schön. Ich finde das Projekt gut, weil da können wir gerade sehr gut schauen, wie das alles irgendwie funktioniert mit dem Food Waste. Für mich ist es zum einen eine warme Nacht. Ohne nicht muss selber kochen. Es liegt auf dem Weg heim. Es ist billiger, als wenn ich es selber poste. Und es ist besser, als wenn ich es selber koche. Von dem her. Ich finde das Projekt mega, mega toll. Wir haben selber in der Gastro gearbeitet. Darum weiss ich, wie viel Essen das weggerührt wird, wenn man so Anlässe hat.